Lass uns für eine Weile unseren Krieg vergessen. Liebe Zuschauer, der neue folgende amerikanische Spielfilm einer gibt nicht auf. Ich habe im Oktober letzten Jahres die Einladung bekommen, etwas sehr Ungewöhnliches zu tun, nämlich das Bundestreffen der Selbsthilfegruppen der Stotterer zu moderieren. Und ich war ein bisschen ängstlich, muss ich sagen, ein bisschen skeptisch. Und bin dahin, das war in Bonn im Gustav-Heinemann-Haus, das ist ein Haus der Begegnung für Behinderte und Nichtbehinderte, und ich habe diesen Abend moderiert. Und ich muss sagen, ich war überrascht und beeindruckt von dem, was ich dort erfahren habe. Und eine meiner Gesprächspartnerinnen an dem Abend war die Bärbel. Und ich habe sie gefragt, ob sie bereit wäre, in meine Sendung zu kommen als Kandidatin. Und sie hat dann Ja gesagt. Mussten Sie lange überlegen, Bärbel? Ja, also ich habe damals so ganz spontan Ja gesagt. Aber ja, jetzt momentan habe ich auch doch ein ganz gewaltiges ins Herz klopfen. Ja, es ist doch was anderes, nicht? Ob man da im Gustav-Heinemann-Haus vor 200 Mitbetroffenen oder im Fernsehen spricht. Ja. Aber ich finde es schön, dass Sie den Mut hatten zu sagen, ich mache das. Und nun haben Sie mir ja damals sehr eindrucksvoll, und das habe ich jetzt auch schon wieder gespürt, klargemacht, dass es Therapien gibt, mit denen man das Stottern weitgehend überwinden kann. Ja, also jetzt hier heute Abend wende ich auch so eine Methode an. Also ich spreche unheimlich betont und ich dehne die Vokale und dann kann man das Stottern so mehr oder weniger vermeiden. Heute widme ich mich einer fast vergessenen Spielshow mit Alfred Biolek in der ARD. Die hieß Mensch Meier und lief zwischen 1985 und 1991 im Programm der ARD. Immer am Donnerstagabend um 21 Uhr. Ja, Biolek war ja eigentlich mehr der Talker in der ARD. Er hat Sendungen gemacht wie Bios Bahnhof und später dann Boulevard Bio und so weiter. Und Mensch Meier war eben eine etwas andere Sendung für Biolex-Verhältnisse. Es war eine Spielshow, wobei nur Spielshow wäre auch zu verkürzt. Es war auch eine Sendung, in der es sehr viel um gesellschaftliche Probleme ging, um ökologische Dinge ging und so weiter und so fort. Also er hat auch sehr viele harte Themen angepackt. Es war quasi eine Sendung, die den Versuch unternahm, Unterhaltung und Informationen spielerisch miteinander zu verbinden. Und dann war es so, dass also jeweils pro Sendung drei Kandidaten in der Sendung waren. Die mussten gegeneinander spielen, aber jeder Kandidat brachte auch eine Geschichte mit. Das war so ähnlich wie letztes Mal beim Großen Preis, wo jeder Kandidat ein Fachgebiet mitbringen musste. Hier war es so, dass jeder eine besondere Geschichte mitbrachte, die eben irgendwie gesellschaftliche oder ökologische oder was auch immer Relevanz hatte. Und das sah zum Beispiel so aus. Also Frau Kopfermann, Sie haben vorhin gesagt, ich bin sicher, Sie tun etwas, was andere sich sozusagen selbstverständlich ins Haus liefern lassen. Und ja, das machen Sie sich selbst. Ja, und da haben ich hoffe, dass sich das bald ändert. Sie hoffen, dass sich das bald ändert? Inwiefern? Dass das andere auch machen? Das andere. Aber ich bin sicher, dass jetzt viel gerätselt wird zu Hause bei den Leuten. Ich habe das gestern erlebt, als Sie 30 zum ersten Mal trafen und Sie ja nicht wussten, was sie macht. Da ging ein großes Rätselraten. Was ist das? Jetzt sagen Sie es uns. Ja, ich erzeuge elektrischen Strom selber. Sie erzeugen Ihren eigenen Strom selber, den Sie den, brauchen? Den ich brauche, um meine ganz normalen Haushaltsgeräte damit zu betreiben. Wie erzeugt man den Strom selber, den man braucht? Ich mache den aus Sonnenschein. Ganz einfach. Sie haben auf Ihrem Balkon, ich zeige das mal, das ist ein ganz normales Mietshaus. Sie haben eine Wohnung, die scheint gar nicht so groß zu sein, den Balkon. Nee, die ist ziemlich winzig. Der Balkon ist auch ganz winzig. Das sind, glaube ich, 1,40. 1,40. Ja. Und darauf haben Sie ein Solargerät, das die Sonnenstrahlen einfängt? Ja. Ja, Sie merken schon, Ökologie war ein großes Thema in der Sendung. Das waren ja die 80er Jahre. Da gab es ja generell mehrere Themen, die heiß diskutiert wurden. Das Waldsterben zum Beispiel oder nachdem 1986 dann in Tschernobyl das Atomkraftwerk hochging. Natürlich auch die Kernenergie und so weiter. Und Ökologie hat eben auch in Biolecks Sendung immer wieder viel Platz gefunden. Und dies war dann eben auch Teil von Spielrunden.
meine Damen und Herren, man braucht 7500 Dosen, weil laut Umweltbundesamt Berlin eine Bierflasche rund 50 Mal gefüllt wird, ehe sie zum Müll wird. Jetzt werde ich Ihnen mal sagen, wie viel wirklich verbraucht wird. Lass das mal darauf, denn das ist schon unglaublich. 140 Liter brauchen wir alle täglich. Das ist unglaublich, das sind Riesenmengen. Ich komme manchmal in Hotels, Gott sei Dank selten, weil ich mir die inzwischen aussuche und ich suche sie danach aus, wo es das nicht gibt. Da gibt es diese berühmten Frühstücksbuffets oder man kriegt das aufs Zimmer. Da ist alles in Plastik. Der Kuchen und das Brot und hier ist ein, es ist unglaublich, hier ist eine Kalbsleberwurst-Gutsherrenart. Ich möchte den Gutsherren sehen, der einmal so eine Leberwurst aus so einem Gefängnis gegessen hat. Ich esse das nicht. Und das Schrecklichste ist, weil Sie ja ahnen, dass bei diesem Frühstück viel mehr Müll als Essbares entsteht, stellen die einem auf den Tisch auch noch so einen Plastikmülleimer, in dem noch ein Plastik drin ist. Damit wird das Frühstück zum Müllfrühstück. Ja. Und das finde ich schrecklich. Suche zwischen Eisbergen vor den arktischen Küsten Kanadas erfordert ganz ungewöhnliche Methoden. Damit driftende Eisberge den Bohrschiffen und Plattformen nicht zu nahe kommen, arbeiten die Männer auf ihren tausende PS starken Schleppern rund um die Uhr, um die radarüberwachten Eisgiganten regelrecht wegzuschleppen und so den Weg freizuhalten zum Öl von morgen. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Biolek war jemand, der gern auch große Stars begrüßte in seinen Shows, aber er gab immer auch den kleinen, den unbekannten Talenten eine Chance. Das zeichnete ihn aus in all seinen Sendungen, die er gemacht hat. Er hatte teilweise sehr verrückte Acts irgendwie in seinen Sendungen. Ich kann mich gut erinnern, dass mein Vater damals immer sagte, ach, der Biolek mit seinen verrückten Sachen immer. Und es war im Grunde genommen teilweise Programm, was man heutzutage, wenn überhaupt, vielleicht noch im Nachtprogramm von Arte oder so sieht. Aber Biolek kannte da nichts. Der hat das auch in seinen Primetime-Sendungen immer wieder gebracht. Und hier mal so ein paar Kleinigkeiten, so was so typisch war für Show-Elemente in Menschmeier. Ja, Mensch Meier hieß die Show übrigens deshalb, weil Meier quasi als Begriff für den Durchschnittsbürger stand. Und am Ende wurden dann drei Meier-Statuen verliehen. Der Gewinner des Abends bekam den goldenen Meier, dann gab es noch den bronzenen Meier und der letzte der drei Kandidaten bekam den weißen Meier. Und bei dem betonte Biolek immer, das ist eigentlich der schönste von den dreien. Das ist sozusagen mal als tröstende Worte dazu. Und also wie gesagt, 6 Jahre lang lief die Show, 42 Ausgaben gab es und 91 war dann Schluss mit der Sendung und dann begann Biolek bald mit seiner Talkshow Boulevard Bio am späten Dienstagabend, die dann ja viele Jahre noch gelaufen ist. Ja, Biolek, für mich jemand, der eigentlich in persona steht für richtige, klassische, öffentlich-rechtliche Unterhaltung. Also eben nicht einfach nur Unterhaltung um der Unterhaltung willen, sondern immer auch eine Botschaft dabei. Und deswegen ist er für mich einer der ganz Großen der deutschen Fernsehgeschichte. Im Fall eines Luftdruckabfalls in der Kabine fallen Ihnen die Sauerstoffmasken automatisch entgegen.
Pressen Sie sie ans Gesicht? Und atmen Sie vorschriftsmäßig aus und ein. Wir werden Ihnen nun gleich ein reichhaltiges Menü reichen. Sollten Sie von Übelkeit befallen sein, nehmen Sie die dafür vorgesehenen Tüten, öffnen Sie sie und benutzen Sie sie vorschriftsmäßig, einer nach dem anderen.